Der Kleine ist sowieso ein bisschen... Also meiner Meinung nach hat er ein bisschen Radar. Ja, wie gesagt, ich muss irgendwie noch schauen, wie ich Licht ins Dunkle bekomme. Meine Vermutung war halt, dass ihr jetzt ganz viel Zeit miteinander verbringt und dass der Paul dann vielleicht das einfach vermisst. Also ja. Machst du überhaupt noch irgendwie was mit ihm? Also teilst du so ein bisschen die Zeit ein oder ist es wirklich gar nicht mehr? Doch, schon noch. Zimmertür ist zu, wenn ihr zu zweit seid und fertig. Nein, also klar hat sich das reduziert, weil ich habe ja jetzt ihn. Aber natürlich mache ich noch was mit meinem Bruder. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich gar nichts mehr mit ihm machen. Ich bin ja jetzt auch nicht 24/7 da zu Hause. Ne? Ja, okay, gut. Also die blauen Flecke kommen vom Cape Crossen. Dein Bruder sagt, das ist das Geheimnis. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum man das nicht... warum hast du deinen Eltern das nicht gesagt? Ja, weil dann gibt es wieder so viel Diskussion zu Hause, weil mein Papa sagt, ich soll nicht so viel Sport machen. Ihm gefällt das Kickboxen nicht und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Das sind einfach wieder unnötige Diskussionen, glaube ich, ne? Ja. Ja gut, aber irgendwie, ich krieg das nicht zusammen, weil dein Bruder hat auch gesagt, du hast es ihm verboten. Und das ist so, es ist auf der einen Seite Geheimnis, auf der anderen Seite verboten. Und da kriege ich schon so ein bisschen das Bauchgefühl, dass du vielleicht nicht ganz alles erzählst. Doch, also das kommt auf jeden Fall vom Kickboxen, damit hat er nichts zu tun. Die Geschichte vom Kickboxen nimmt Diana Richter der 14-jährigen Schülerin ab. Allerdings fragt sich die erfahrene Familienhelferin, warum Emma ihre Eltern nicht eingeweiht hat. Einen wichtigen Hinweis liefert ihr Paul am Tag darauf, quasi zur Begrüßung. Wer ist da? Tut mir leid, diese Wasserbombe war nicht für Marvin gedacht. Okay, darf ich mal reinkommen? Ja. Okay, machst du mal gerade die Züge aus, bitte? Boah. Okay, das müssen wir gleich aber wegmachen. Eieiei. Oh, hast du da noch mehr von? Ja. Darf ich mal? Ja. Was hast du gesagt, sind das? Wasserbomben. Wo hast du die denn her? Na, aus diesem Karton. Und diesen Karton habe ich aus Emmas Zimmer. Okay, weiß deine Schwester, dass du im Zimmer warst? Nein. Okay, und was hattest du jetzt damit vor? Marvin zu treffen. Okay. Paul war ganz niedlich. Er hat direkt erkannt, dass er den Falschen erwischt hat und hat sich entschuldigt bei mir. Und dadurch würde ich nicht sagen, dass er ein Schuldgefühl hatte, aber dass er ein bisschen reumütig war. Und ich hatte es dadurch auch leichter, ihn nochmal darauf anzusprechen, auf seine ganzen Jugendstreiche. Warst du das denn mit den anderen Sachen auch? Ja. Und mit dem Kleber im Helm? Mhm. Und bei unserem letzten Gespräch wurde mir das peinlich. Mhm. Und ich möchte Mama und Papa jetzt die Wahrheit sagen und Emma vor Marvin beschützen. Und ich möchte Mama die Vase bezahlen. Okay, du hast was gesammelt im Sparschwein. Mhm. Okay. Das finde ich super, super tapfer von dir und super mutig. Mhm. Magst du mich als Unterstützung hinter dir haben? Mhm. Ja, ich habe mir nämlich auch was einfallen lassen und habe unten schon was mitgebracht. Okay. Ja, gehen wir zusammen runter? Ja. Ganz toll finde ich es, dass Paul durch unsere Begegnung ans Denken gekommen ist, von ganz alleine. Und dass er dann den Mut aufgegriffen hat, um sich seinen Eltern zu stellen und die Wahrheit zu sagen. Ich hatte im Vorfeld schon was mitgebracht. Ich brauche aber die Emma noch mit dazu. Ja, ist ja kein Problem. Sehr gerne. Ja. Emma, kommst du mal? Was ist denn? Ja, komm mal bitte. Es hat mir sehr in die Hand gespielt, dass Paul von sich selbst aus das Gespräch gesucht hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, hatte ich sicherheitshalber eine Tasche mit einer Aktion geplant. Und so konnte ich beides verbinden. Also, ich habe hier in dieser Tasche... Ich bin mal gespannt. Mhm, ich auch. Ich habe hier in dieser Tasche Mikrofone. Okay. Und ich würde euch bitten, jeder eins davon rauszunehmen. Und die Regel ist, derjenige, der was zu sagen hat, der nimmt das Mikro in die Höhe und wir lassen ausreden. Also wir versuchen nicht dazwischen zu sprechen. Genau, weil gerade die Jüngeren, die Kleineren oder diejenigen, die vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben, die haben eher Schwierigkeiten damit. Und deswegen würde ich bitten, nehmt euch einfach jetzt mal Mikro. Und da der Paul mir oben im Zimmer schon angedeutet hat, dass er euch was zu sagen hat, würde ich gerne sagen, für den Paul den Anfangssatz, ab heute sage ich die Wahrheit, weil. Ab heute sage ich die Wahrheit, weil
Ich schwör das alles mit Marvin, aber er hat das auch verdient. Wegen er tut Emma immer weh. Nein. Der das Mikro hat, ja? Aber ich höre immer, wie Emma schreit. Und wenn Mama und Papa nicht da sind, höre ich immer, wie Emma schreit in der Nacht. Und sie schließt immer die Türe ab. Auf meine Frage hin hat Paul sehr entschlossen und auch sehr mutig berichtet, was ihn so erschreckt, was ihn so ängstigt, was ihn vielleicht auch so wütend macht. Und zwar, dass wenn Emma alleine mit Marvin im Zimmer ist, dass die Zimmertür verschlossen ist, dass er Stöhnen hört, dass er Schreie hört. Und dass er definitiv davon überzeugt ist, dass Marvin Emma wehtut. Dann würde ich jetzt das Mikro weitergeben an dich und würde meinem Bauchgefühl mal folgen und sagen, ich wollte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, weil... Ich bin gerade ein bisschen baff, aber... Ja, ich wollte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, weil ich einfach ein bisschen Angst hatte, wie Mama und Papa reagieren. Aber worauf reagieren? Was ist passiert? Ein Moment. Ich weiß, dass Sie neugierig sind. Das Problem ist, wir müssen ja den Druck wegnehmen. Okay. So, und Sie haben im Moment das Mikro beide nicht am Mund. Deswegen würde ich noch mal so ein bisschen einleiten und versuche, dich ein bisschen zu unterstützen. Würde jetzt vermuten, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, der kleine Bruder hört aus dem verschlossenen Zimmer, wenn du mit deinem Freund zusammen bist, wenn Mama und Papa nicht da sind. Bitte was? Bestimmte Geräusche. Paul? Und das könnte sich für jemanden anhören, als würde der andere vielleicht Hilfe brauchen. Ein Sechsjähriger kann das noch nicht unterscheiden, ob gewisse Geräusche, die passieren, ob das jetzt ein Schreien ist oder zum Beispiel ein Lustgefühl. Gerade bei solchen Themen wie hier bei der Familie Lipp, ein Teenager, der sich das erste Mal intim entdeckt mit seinem Partner und mit seiner großen Liebe, ist es natürlich ein sehr schwieriges Thema. Die Teenager wissen nicht, wie sie auf die Eltern zugehen und genauso ist es auch für uns Experten, vorsichtig damit umzugehen, zu schauen, inwieweit mag der Teenager selber darüber zu sprechen, aber auch dafür Partei zu ergreifen und Verständnis aufzubringen, wenn Teenager sich ertappt und voller Scham dementsprechend hingeben. Und wenn man dann als neutrale Person den Eltern das ein bisschen schonender beibringt, dann wird die Sache vielleicht nicht ganz so ernst und böse aufgenommen. Ich hatte halt Angst, dass Mama und Papa sauer auf mich sein werden. Ganz bestimmt nicht. Nee. Ganz bestimmt nicht. Nee. Ich meine, vielleicht gerade was Aufklärung angeht, was deinen Bruder Paul betrifft, hätten wir vielleicht schon darüber nachdenken sollen. Aber wir wären auch nicht sauer auf dich gewesen. Nee, auf gar keinen Fall. Selbst wenn das Aufklärungsgespräch mit Paul hätte früher stattfinden müssen, aber niemals nicht hätte ich erwartet, dass meine 14-jährige Tochter jetzt schon Sex hat. Niemals hätte ich das erwartet. Und dann werde ich mir sicherlich den Marvin auch noch mal zur Brust nehmen. Ich hatte einfach nur nicht dran geglaubt, dass du, dass ihr beiden schon so weit seid. Du bist ja noch meine kleine Emma und ja, wie gesagt, also ich hatte aber auch nie geglaubt, dass du nicht mit mir darüber reden könntest. Also ich dachte, wir könnten da auch, ja, schon drüber reden. Du kannst mit allem zu mir kommen, das weißt du doch. Um Kinder mit einzubeziehen, ist es ganz wichtig, dass man Aufklärung nicht von heute auf morgen stattfinden lässt, sondern in die Erziehung mit einbringt. Das heißt, das Vorleben, als Eltern sich zu küssen, zärtlich zueinander zu sein, Gesten auszutauschen und auch das Kind dementsprechend mal in den Arm zu nehmen, keine Abgrenzungen zu machen zwischen Jungen und Mädels und auch einen Kuss auf die Wange. Wenn Kinder damit groß werden, dann ist es für sie etwas ganz Natürliches und nichts Schlimmes. Wir machen uns jetzt nur noch Gedanken, wie wir das mit Paul hinbekommen, dass er das nicht mehr fehlinterpretiert und es auch zuordnen kann und sich nicht mehr so viel Sorgen macht um seine Schwester. Ja. Du musst dir ja keine Sorgen machen um deine Emma.
Da kann ich mit einem Buch aushelfen. Das könnte ich euch in den Briefkasten geben in den nächsten Tagen als Leihgabe. Das ist nämlich für Pauls Alter perfekt zum Erklären und sehr schön veranschaulicht erklärt. Ich denke, jedes Elternpaar ist froh, wenn es davon verschont bleibt und diese Anfänge vielleicht nicht mitbekommt oder sich rausreden kann oder, wie gesagt, auch die Aufklärung auf die Schule schieben kann. Aber ich fand hier, dass Frau und Herr Lipp extrem gut reagiert haben. Sie waren in dem Moment erschreckt, aber eigentlich weniger, dass es passiert ist, sondern nur, dass sie sich vielleicht nicht darüber abgesprochen haben, dass das passieren könnte. Und im Nachhinein glaube ich, dass sie mit viel Humor jetzt hier aus dieser Geschichte herausgehen. Und sie haben in Marvin auch wirklich einen super, super tollen Freund, ersten Freund für ihre Tochter. Jetzt sag mir aber bitte, was du mit deinem Sparschwein vorhast. Ich wollte dir die Vase bezahlen. Wieso die Vase? Wegen ich sie kaputt gemacht habe. Ach, das ist doch nicht tragisch. Paul zeigt sich sehr interessiert an dem Aufklärungsbuch der Familienhelferin und versteht mittlerweile, dass er seine große Schwester nicht vor ihrem Freund beschützen muss. Die 14-jährige Emma weiß jetzt, dass sie mit ihren Eltern über wirklich alles offen sprechen kann, ohne sich zu schämen.